Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen ASMR Soft Spoken Video. Sind wieder beide Katzen mit im Raum, aber die schlafen gerade. Deswegen hoffen wir mal das Beste für dieses Video. Ich habe hier vor mir ein paar Produkte ausgebreitet, die, glaube ich, ganz gute Geräusche machen. Und zwar sind das alles Produkte von Chuck Monnier, die ich zu Hause habe, die ich täglich benutze. Und ich möchte in dem Video auch so ein bisschen erzählen, wie ich die benutze, warum ich die benutze. Also Chuck Monnier hat Produkte zur Arbeit mit deinen Chakren. Die Chakren sind 7 Energiezentren, also es gibt 7 Hauptchakren. Das sind die 7 Hauptenergiezentren in unserem Körper, die an bestimmten Positionen liegen und verschiedene körperliche Bereiche beeinflussen, aber auch unsere Gedanken, unsere Emotionen. Und ich liebe die Chakra-Arbeit sehr, weil die so unglaublich alltagstauglich ist, gerade auch mit diesen Produkten, die ich euch gleich zeigen werde. Und wenn alle Chakren aktiviert sind, wenn die Energie dort gut fließt, dann erfreut man sich bester Gesundheit, man ist glücklich, man hat ganz, ganz viel Energie, man lebt tolle Beziehungen. Und es kann aber schnell passieren, dass Chakren blockieren. Das kann sein durch Erfahrungen, die wir in der Vergangenheit gemacht haben, durch Erfahrungen, die wir in unserem normalen Alltag machen. Die können blockieren durch die Menschen, mit denen wir zu tun haben. Und wenn unsere Chakren blockiert sind, fließt die Energie dort nicht mehr gut. Und dann haben wir weniger Energie. Wenn dieses Chakra gestört ist, hat das Einfluss auf die körperlichen Bereiche, die im Einflussbereich dieses Chakras liegen, aber auch auf unsere Gefühle, auf unsere Gedanken, auf das, was in unserem Leben passiert. Und deswegen mache ich regelmäßig Chakra-Meditationen, um alle 7 Chakren zu aktivieren und mögliche Blockaden zu lösen. Aber ich arbeite auch ganz gezielt mit den einzelnen Chakren, je nachdem, was ich auch gerade für ein Thema habe. Nehmen wir jetzt mal als Beispiel, du möchtest an deiner Weiblichkeit, an deiner Sexualität arbeiten, du möchtest das verbessern, einen besseren Zugang dazu finden. Dann kannst du zum Beispiel mit dem Wurzelchakra arbeiten. Das liegt auch im Bereich unserer Gebärmutter. Und jedes Chakra hat, wie du hier siehst, ein Symbol und eine Farbe zugeordnet. Zum Beispiel aber auch eine Affirmation. Die ist hier zum Beispiel auf dieser tollen Porzellantasse eingeprägt. Da steht, ich bin kreativ. Und deswegen kannst du so toll mit den Chakren arbeiten, indem du zum Beispiel dann diese Tasse vermehrt benutzt, um deinen Tee da draus zu trinken oder deinen Kaffee. Du dich vermehrt mit der Farbe Orange umgibst. Orangene Lebensmittel isst. Zum Beispiel ein ätherisches Öl, wilde Orange nutzt. Dazu habe ich übrigens auch eine Podcast-Folge gemacht, welche ätherischen Öle zu welchem Chakra passen. Die kann ich gerne unter dem Video verlinken. Hier haben wir zum Beispiel das Halschakra. Das ist auch ein ganz wichtiges Chakra, um seine Wahrheit zu sprechen. Hier steht, ich bin frei. Ich habe auch noch eine dritte Tasse mitgebracht. Was ist das, diese hier? Fürs Stirnchakra. Ich bin Ruhe und Klarheit. Und wenn ich manchmal so Themen habe, wo ich sage, okay, ich will meine Selbstliebe stärken. Oder ich habe ein Ziel, was ich erreichen möchte, dann arbeite ich vermehrt mit dem Nabelchakra zum Beispiel. Dann wähle ich mir hier zum Beispiel den passenden Glasuntersetzer aus. Ich zeige euch die mal alle einzeln. Der zum Beispiel fürs Nabelchakra. Und schon die Farbe und das Symbol wirken sich auf das Nabelchakra aus.
aktivieren das, lösen Blockaden. Aber es energetisiert auch unser Wasser, wenn wir unser Wasserglas da drauf stellen. Hier, das ist zum Beispiel das Herzchakra. Das ist so schön. Und so ist es halt was unglaublich, das haben wir schon gesehen. Was unglaublich schön ist, ist auch schon das Halschakra. Und wenn man jetzt gar nicht so genau weiß, ja, welches Chakra ist denn gerade vielleicht bei mir blockiert? Welches Chakra braucht meine Aufmerksamkeit? Also es geht nie darum, dass jedes Chakra auf 100% ist, sondern es geht darum, dass die Chakren ausgeglichen sind. Und das ist natürlich bei jedem anders gelagert, je nachdem, wie er lebt, was er für Erfahrungen gemacht hat. Das hier ist auch, also ist jedes Chakra wichtig, aber das ist auch super wichtig. Unser erstes Chakra. Da geht es um Urvertrauen. Und das Vertrauen auch in mich selbst. Das hier ist zum Beispiel das Kronenchakra. Das haben wir noch nicht gesehen. Da verbinde ich mich dann mit dem Universum. Genau. Wenn man also erstmal einen Überblick bekommen möchte, wie es ist denn gerade um meine Chakren bestellt, kann man einen kostenlosen Chakra-Test im Internet machen. Den verlinke ich euch auch mal unten in der Infobox. Da beantwortet man einfach ein paar Fragen. Ganz intuitiv macht es meistens wirklich spannend, weil man sich die Fragen auch ganz oft im Alltag gar nicht stellt. Und dann bekommt man angezeigt, welche Chakren gerade deine Aufmerksamkeit bräuchten. Und dann kannst du meine Meditation zu dem Chakra machen. Du kannst dich mit der Farbe bewusst umgeben. Du kannst, wie gesagt, bei Chakmoni im Shop mal stöbern. Da gibt es alles. Da gibt es Tees, die Tassen, die Glasuntersetzer. Es gibt Schmuck, es gibt Taschen. Es gibt ganz wunderschöne Kissen. Also der Schmuck ist halt auch echt toll. Da könnt ihr einfach mal stöbern. Ich habe immer einen Rabattcode für Chakmoni. Den setze ich euch auch mal unten in die Infobox. Was ich auch noch habe, die habt ihr ja schon oft gesehen. Das sind meine Chakra-Heilsteine. Da sind Edelsteine drin für jedes Chakra. Benutze ich zum Beispiel so als Handschmeichler. Das mache ich auch gerne mit den Kindern, die einfach nur in der Hand zu halten. Dann merkt man, wie schön warm die dann gleich werden. Oder man kann die während der Meditation auf die Stelle des Chakras legen. Also Herzchakra wäre jetzt hier. Oder man kann damit halt eben auch sein Wasser energetisieren, was ich eigentlich am meisten mache. Also Wasserkaraffe, Stein rein, 4 Stunden stehen lassen. Und dann das Wasser trinken. Dazu habe ich auch schon mal Videos gemacht. Kann ich euch auch mal unten in der Infobox verlinken. Und ich mag Chakraarbeit halt so, weil ich damit halt wirklich sehr gute Erfahrungen gemacht habe. Weil die Veränderungen relativ stark gut spürbar sind. Und weil es halt so unglaublich alltagstauglich ist. Also dann ziehe ich zum Beispiel mehr in Grün an. Oder ich trinke den passenden Tee, nutze das ätherische Öl, nehme halt die Tasse oder den Glasuntersetzer für das Chakra, mit dem ich gerade arbeiten möchte. Und ich habe auch schon mehrmals so Chakra-Challenges gemacht, wo ich so gesagt habe, ich widme jeden Monat einem Chakra. Nach 7 Monaten bist du halt durch. Das heißt, man startet zum Beispiel im Januar mit dem ersten Chakra, macht dazu vermehrt im Januar Meditationen, umgibt sich mehr mit der Farbe Rot, umgibt sich mehr mit den Affirmationen dieses Chakras. Und im Februar wechselt man zum zweiten Chakra.
Das hat mir auch immer sehr, sehr gut getan. Das kann ich auch sehr empfehlen. Ich habe eine ganze Playlist gemacht, die nennt sich Chakrakunde. Da gibt es ganz viele Infos zu jedem einzelnen Chakra nochmal. Ich habe auch eine Chakra-Meditation auf dem Kanal. Das verlinke ich euch gerne alles mal unten in der Infobox. Und schaut euch wirklich gerne mal den Chakmoni-Shop an. Lasst euch da so ein bisschen inspirieren. Ich habe auch schon zum Beispiel Tassen von dort verschenkt, weil ich das super schön finde. Und ich hoffe, dieses kleine ASMR-Video hat euch wieder gefallen. Ich freue mich wieder sehr, von euch in den Kommentaren zu lesen. Und wir sehen uns dann nächsten Freitag wieder. Da habe ich ein Unboxing für euch. Ihr habt euch jetzt schon mehrmals gewünscht, dass ich die Trend Raider Box im ASMR-Stil auspacke. Und das machen wir nächste Woche zusammen. Da bin ich schon sehr gespannt. Das wird auch definitiv ein längeres Video. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Tag. Ich hoffe, ihr konntet gut entspannen während dieses Videos. Und wir sehen uns dann ganz bald wieder. Bis dann. Tschüss.